Dieses Bild wirkt, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären. Das hat der Schriftsteller Heinrich von Kleist über dieses Gemälde von Caspar David Friedrich gesagt. Warum? Ich liebe es, dieses Bild anzugucken. Pass lieber auf. Ah, ich Idiot, Mann. Als das Bild Mönch am Meer 1808 bis 1810 entstand, war das wahnsinnig radikal. Denn bis dahin waren Landschaftsbilder immer schön klar gestaffelt. Vorder-, Mittel-, Hintergrund. Alles schön geordnet. Und hier ist ja eine riesige Fläche, da gibt's keine Begrenzung an der Seite. Deshalb die Assoziation mit den weggeschnittenen Augenlidern. Dieses Gemälde ist typisch für die Epoche Romantik. Da ging's um übermächtige Natur und starke Gefühle, wie zum Beispiel Einsamkeit. Das strahlt ja das Bild krass aus. Wobei, als ich das im Original gesehen habe, habe ich Einsamkeit nicht wirklich empfunden.